Prinz Damien Ritzinger ist wohl aufgetreten bei DSDS mit Easy Breezy, seiner Eigenkomposition. Jedenfalls schreibt das so die Seite. Ob wir das nachher so zu sehen bekommen und nicht vielleicht doch eher das von der Weine aus, man stückelt bei DSDS ja gern zurecht und vielleicht hebt man sich das für später auf, wer weiß. Jedenfalls habe ich mir schon mal gedacht, wenn man das schon mal auf der Seite schreibt, gucke ich doch mal nach bei dem Typen, bei so einer Eigenkomposition, wie ist das? Und da finde ich einen YouTube-Kanal, wo dieses Easy Breezy schon 2012 veröffentlicht wurde und wahrscheinlich keinen Erfolg hatte. Dann hat man nochmal zu Easy Breezy im darauffolgenden Jahr ein Video fabriziert, womit es dann wohl auch nicht funktioniert hat. Und dann ist er mit Easy Breezy zur X-Factor Audition gegangen, also 2015 vom UK, also England hier, Großbritannien, diese Insel da, links über Deutschland. Und da hat wohl auch nicht der große Erfolg sich eingestellt. Also hat man sich jetzt gedacht, na okay, bei DSDS ist so miserables Kandidatenmaterial. Da habe ich vielleicht die Chance, mit diesem Mist Aufmerksamkeit zu bekommen. Weil letztes Jahr hat es ja einer mit etwas schlechtem Deutsch zum beachtlichen kleinen Hit geschafft. Zwar interessiert sich heute niemand mehr für verliebt in der oder das falsches Mädchen oder wie das genau hieß. Aber ja, ich habe mir natürlich mal dieses Easy Breezy angehört und muss sagen, an sich singt der Mann nicht schlecht, aber sein Problem ist, er singt viel zu hoch, er müsste viel tiefer singen und kommt nicht an die Töne ran, wo er eigentlich hin müsste. Und das ist sowohl in der Akustikversion so, die er 2012 rausgehauen hat, selbst in der Studioversion, wo es ein Video zu gibt, ist es nicht ganz so, wie es sein müsste. Da singe ich besser und ich bin schon nicht so gut im Hochsingen. Und bei der Audition war es für Live-Verhältnisse eigentlich ganz gut gesungen, aber da müsste viel mehr kommen, da waren auch einige schiefe Töne drin. Aber ich bin mal gespannt, wie das Ganze jetzt bei DSDS laufen wird und ob wir das überhaupt sehen werden. Ich bin gespannt. Aber auf jeden Fall sicherlich ein Kandidat, der sich für DSDS gut vermarkten lässt. Und es wird genug Idioten geben, die auf ihn anspringen, da gehe ich stark von aus.